Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Liebe Grüße aus Kärnten. Ich freue mich, dass ich hier teilnehmen darf und bedanke mich gleich beim Dr. Volkmann und seiner Familie für diese Einladung. Und ja, Gratulation auch zu dem tollen Event und zu dem neuen Gebäude. Es ist hier eine besondere Herausforderung, jetzt diesen Kongress über digitale Medien abzuhalten. Aber wir werden versuchen, dass wir dieses Thema der orthomolekularen Therapie im Rahmen von Fasten doch etwas interaktiv gestalten. Und ich hoffe, dass sehr viele Fragen dann auch zu diesem Thema einlangen werden, die wir dann am Ende behandeln können. Für all diejenigen, die mich selbst noch nicht kennen, ich leite also, wie bereits erwähnt, das Wieber-Meyer-Zentrum in Maria Wörth, ein Zentrum, das sich der modernen Meyer-Medizin verschrieben hat. Wir behandeln unsere Gäste, die in die Therapie kommen, nach den Prinzipien der modernen Meyer-Medizin. Das heißt, jeder führt irgendeine Form einer Fastentherapie durch. Und darüber hinaus haben wir ebenfalls, wie bereits erwähnt, ein zweites und drittes Standbein, nämlich die funktionelle Myodiagnostik und die orthomolekulare Medizin. Und aus dieser Erfahrung heraus möchte ich Ihnen einfach berichten, wie wir mit unseren Gästen diese Thematik behandeln und dann auch umgehen, wenn entsprechende Reaktionen, Krisen und dergleichen auftreten. Wenn wir uns die Therapie nach Meyer anschauen, und ich darf das vorwegstellen, dann ist eine der wesentlichen Leistungen, die Meyer für uns erbracht hat, nicht die Therapie selbst, sondern die Diagnostik. Das heißt, entsprechend der erhobenen Diagnostik werden wir unsere Gäste dann in die Therapie begleiten. Und es kann das sehr intensiv in Form von Fasten, das heißt nur durchführen von Zuführen von Flüssigkeit bis hin zu einer leichten Schonkostform erfolgen. Aber immer werden diese hier erwähnten Prinzipien von Schonung, Säuberung, Schulung und Substitution am Patienten durchgeführt und in individuell abgestufter Form zur Anwendung gebracht. Das Ziel ist aber nicht, dass wir den Leuten das Fasten lernen, sondern wie hier bereits geschrieben steht, wir wollen zu einer Neuorientierung der Ernährungs- und Lebensweise beitragen. Das heißt, das Ziel ist, dass wir zu einer Veränderung in der Ernährungssituation führen und den Menschen zu mehr Gesundheit verhelfen. Wenn wir uns diese vier Prinzipien anschauen, so ist eines der wesentlichen die Monotonie. Das heißt, es wird immer wieder das Gleiche oder zumindest Ähnliches, leicht Bekömmliches an Speisen verabreicht. Das heißt nicht, dass man immer nur das Gleiche bekommt. Bei der milden Ableitung steht, hat man schon eine gewisse Flexibilität. Aber trotzdem im Verhältnis zu dem, was die Menschen im Alltag zu sich nehmen, ist es doch eine sehr reduzierte Form der Auswahl und der Zubereitung der Lebensmittel. Wichtig aber zu betonen ist, dass die Schonung des gesamten Organismus erfolgt. Es geht nicht nur darum, dass wir den Leuten weniger zu essen geben, sondern dass wir sie insgesamt schonen. Und das geht hin bis zu einer digitalen Schonung. Das heißt, weniger telefonieren, weniger am Computer sitzen, weniger das Gefühl haben, dass man mit der Welt verbunden sein muss. Ich denke, das ist einmal ganz ein wichtiger Bereich. Eine geistige und emotionale Schonung gehört genauso dazu. Wenn wir die Schonung jetzt anschauen, jetzt vom Bereich der Diätetik selbst, so haben wir die Möglichkeit, ein strenges und intensives Fasten durchzuführen. Das kann sein, dass wir den Gästen nur Flüssigkeit zur Verfügung stellen, das heißt Wasser, Tee, Gemüsebrühe, und das wird den ganzen Tag in reichlicher Menge getrunken. Eine sehr intensive Form, vielleicht der schnellste Weg, der intensivste Weg, der aber nicht für jeden gleichermaßen geeignet ist. Die erweiterte Milchdiät oder Milchdiät, Intensivdiätetik, wie sie von Meyer beschrieben wurde, wir kommen noch gleich auf die entsprechende Esskultur zu sprechen, ist ein weiterer Schritt in der Therapie. Und dann die von Rauch und Meyer entwickelte milde Ableitungsdiät. Dr. Rauch war einer der prominentesten und einer der ersten Schüler, die dann die Erfahrungen und die Empfehlungen Meyers auch im stationären Bereich umgesetzt hat. Und die milde Ableitung geht letztlich auf ihn zurück. Eine sehr leicht bekömmliche, gut verträgliche Schonkostform. Das heißt, diese diätetische Schonung wird dann begleitet durch
Maßnahmen der Säuberung und der Entgiftung. Und das ist das Wesentliche, wo wir dann auch in der orthomolekularen Therapie natürlich unsere Ergänzungen einbringen können. Das heißt, wir wollen möglichst viele Giftstoffe in einer kurzen Zeit oder zumindest einer klar definierten Zeit aus dem Körper ausscheiden. Und das erfolgt über die Reinigung des Darms, über die Niere, über die Haut, über die Lunge. Das heißt, wir haben verschiedene Hauptorgane der Entgiftung und einige Notventile, die wir nützen können. Wir nutzen, damit wir diese Säuberung durchführen können, Glaubersalz, wir nutzen Bittersalz. Wir können verschiedene abführende Maßnahmen durchführen. Im Wesentlichen wird Glaubersalz oder Bittersalz verwendet. Meyer selbst hat in Karlsbad das Karlsbader Wasser gegeben, eine Mischung aus Glaubersalz, Bittersalz und Natriumbicarbonat. Es wird empfohlen, viel zu trinken, und das, was die Besonderheit auch ausmacht in der Meyer-Therapie, ist die ärztliche manuelle Bauchbehandlung, etwas, worauf ich noch kurz zu sprechen kommen werde, eine ganz intensive Maßnahme, die eine verstärkte Entgiftung vor allem über den Bauchraum dann ermöglicht. Aber natürlich haben wir auch ergänzende Maßnahmen wie Bäder, Kneippbehandlungen, wenn notwendig werden Einläufe oder eine Kolonhydrotherapie durchgeführt. Man kann eine Hyperthermie machen, man kann eine Kältetherapie machen. Alles Maßnahmen, die zu einer verstärkten Entgiftung und Ausscheidung in diesem Bereich dann beitragen. Die bereits erwähnte Bauchbehandlung ist Teil der Schulung. Aber das Wichtigste an der Schulung, und das ist das, was der Einzelne durchführt, ist die Pflege der Esskultur. Das heißt, die Anweisung, langsam zu essen, gut zu kauen, die auch Teil des Trainings dann letztlich darstellt. Und die Bauchbehandlung wird von uns Ärzten durchgeführt und ist fixer Bestandteil jeder Meyer-Therapie. Und diese Bauchbehandlung führt dazu, dass es zu einer Verbesserung der Organe im Verdauungsapparat kommt, dass der Tonus verbessert wird, die Lage der einzelnen Organe zueinander verbessert wird, die Peristaltik angeregt wird und natürlich auch eine gewisse Lymphdrainage und damit Abtransport von Giftstoffen und Schlacken aus dem Organismus dann erfolgt. In weiterer Folge ist es noch eine wichtige Atemtherapie, wenn wir eine atemsynchrone Behandlung auch durchführen. Aber, und das ist auch besonders zu erwähnen, ein psychologisches Führungsinstrument und eine diagnostische Kontrolle. Das heißt, wenn ich den Patienten sozusagen vor mir habe und in der Bauchbehandlung die Verdauungsapparat behandle, dann ist das immer die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen, zu fragen, wie er denn mit der Therapie zurechtkommt. Aber ich habe auch immer die diagnostische Kontrolle. Ich merke, ob die Intensität der Therapie in Ordnung geht oder ob es zu viel, zu einer Überforderung, was nicht sein sollte, geführt hat. Oder aber auch auf andere etwaige Fehler der Therapiedurchführung. Und man darf auch nicht vergessen, in der Rückenlage und am Bauch, wir sind sozusagen mitten im Vegetativum. Das heißt, wir behandeln das Vegetativum des Patienten und diese Rückenlage, den Bauch sozusagen dem Feind zu präsentieren, ist eine der unterwürfigsten Arten in der Tierwelt sich zu ergeben. Und ich denke, hier haben wir schon die Möglichkeit, nicht, dass sich der Patient ergeben muss, aber doch eine intensive therapeutische Einflussnahme durch diese Bauchbehandlung ist hier gegeben. Last but not least, das, was Meyer vor über 100 Jahren in dieser Form noch nicht so betonen musste, ist heute eine Conditio sine qua non. Das heißt, wir müssen zu einer Substitution kommen. Diese Substitution betrifft in erster Linie Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Wir sehen sehr viele Menschen mit entsprechenden Defiziten. Wir führen auch, indem wir zu einer Mobilisation von Giftstoffen und Schlacken durch die Therapie beitragen, sehen wir, dass wir einen erhöhten Bedarf an solchen Spurenelementen haben. Und die gehören aus meiner Sicht unbedingt ergänzt und sind daher ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Meyer-Therapie. Und egal, ob Sie jetzt eine Meyer-Therapie durchführen oder eine Fastentherapie nach anderen Gesichtspunkten, eine Entgiftung und eine Fastentherapie ohne entsprechende orthomolekulare Substitution ist aus meiner Sicht eine Fehlbehandlung, und man könnte es fast als ärztlichen Kunstfehler bezeichnen, den Menschen nicht durch entsprechende Substitution über die Krisensituationen, die immer kommen werden, im Rahmen von entgiftenden Maßnahmen dann rüber zu helfen.
Und jetzt wollen wir uns in der weiteren Folge natürlich anschauen, wie diese Reaktionen ausschauen können und was können wir dazu beitragen, dass wir den Menschen in diesen Krisensituationen, diesen Entgiftungsreaktionen dann auch helfen können. Die Definition der orthomolekularen Medizin ist für mich hier in diesem Gremium natürlich, denke ich, wird sie jedermann bekannt sein. Aber für mich das Schöne daran ist, in erster Linie Erhaltung von Gesundheit und in zweiter Linie Behandlung von Krankheiten. Das heißt, wir haben sowohl den Aspekt der Vorsorge und der Prävention als auch die Behandlung mit dabei. Und genau das wollen wir eigentlich auch mit dem Fasten und den Giften erreichen. Das heißt, wir wollen eine Gesunderhaltung erreichen. Aber wir können auch, und das ist das Wichtige, durch Fasten und den Giften Erkrankungen behandeln. Tatsächlich unsere Zivilisationserkrankungen damit günstig beeinflussen. Und insofern ist Fasten und orthomolekulare Therapie in bester Gesellschaft und wir können das wunderbar kombinieren. Dass wir das mit Substanzen machen, die wir im Körper vorhanden haben, deren Konzentration wir ändern, wie es Linus Pauling gesagt hat, das ist auch noch etwas sehr Positives, weil wir durch diese Substanzen der orthomolekularen Medizin, vorausgesetzt, wir haben wirklich Reinsubstanzen zur Verfügung, praktisch keinerlei Nebenwirkungen zu erwarten, sofern wir uns in einem vernünftigen therapeutischen Bereich bewegen. Wenn wir uns jetzt im Rahmen der Fastentherapie anschauen, die Ausscheidung erfolgt letztlich über vier wesentliche Organe. Den Verdauungsapparat, dann natürlich die Nieren, die Lungen und die Haut. Wir haben da noch ein paar Notventile, die gehören auch dazu, aber das ist das Wesentliche, wo wir Entgiftung und entgiftende Maßnahmen letztlich setzen können. Das bedeutet also, diese vier Organsysteme werden wir in erster Linie unterstützen. Was können wir beim Verdauungsapparat machen? Beim Verdauungsapparat geht es in erster Linie darum, die Säure-Basen-Regulation ordentlich und für das Fasten wirklich ordentlich einzustellen. Wir haben die Schleimhautregeneration, das Leaky Gut wird uns natürlich auch immer wieder begegnen im Rahmen der Fastentherapien und damit im Zusammenhang stehend natürlich auch das Mikrobiom und die Funktion der Bakterien in ihrer Gesamtheit. Wenn wir uns jetzt die Regulation im Säure-Basen-Haushalt anschauen und ich ersuche ein Verständnis, dass wir das jetzt ein wenig intensiver dann auch durchführen, dann sehen wir, dass wir die Fähigkeit haben, aus einfachen Substanzen, nämlich Salz, Natriumchlorid, CO2, Kohlensäure und Wasser, H2O, einem aufwendigen chemischen Prozess im Magen selbst durch ein Enzym, nämlich die Carboanhydrase, einerseits die Salzsäure produzieren, die dann in das Mageninnere abgegeben wird. Und auf der anderen Seite produzieren wir Natriumbicarbonat, das wir an das Blutsystem abgeben. Jetzt ist das ein wichtiger Prozess, der den gesamten Säure-Basen-Haushalt gut steuern kann. Und daher wollen wir uns auch die Funktionen dieser beiden Substanzen, nämlich Salzsäure und Bicarbonat, etwas genauer anschauen. Die Salzsäure, wie jedermann weiß, ist notwendig für die Eiweißverdauung. Das heißt, wenn wir die Speisen zu uns nehmen, dann mischen wir zu den Mahlzeiten die Speisen mit der Salzsäure. Die Salzsäure wird dazu beitragen, dass wir die entsprechenden Verdauungsprozesse, die vor allem für die Eiweißverdauung wichtig sind, im Magen starten. Das wird einige Zeit dauern, je nachdem, wie viel Eiweiß, wie leicht bekömmlich das Eiweiß gegessen wurde, wird es vielleicht 2, 3, 4 Stunden dauern. In dieser Zeit vermischt sich sozusagen dieser Speisebrei mit der Salzsäure und der Verdauungsprozess nimmt seinen Lauf. Natürlich haben wir auch durch die Salzsäure eine gewisse reinigende Wirkung auf Bakterien, die wir immer wieder mit den Speisen zu uns nehmen, aber es wird sicherlich nicht alles abgetötet durch diese Salzsäure. Wenn dieser Prozess weitgehend abgeschlossen ist und Voraussetzung ist natürlich auch, dass im Duodenum dann Platz geschaffen wurde, um diese Speisen aufzunehmen und in der weiteren Folge die Möglichkeit besteht, diese sauren Speisen auch entsprechend zu neutralisieren, dann schieben wir diesen sauren Speisebrei in den Dünndarm, in das Duodenum weiter und im Duodenum wird dann das sofort neutralisiert.
Wir lassen das gedanklich jetzt kurz hier stehen und schauen uns in der Zwischenzeit an, was passiert mit dem Natriumbicarbonat. Wir sind ja doch einige Stunden vergangen, wo das Natriumbicarbonat jetzt in das Blutsystem abgegeben wurde. Und auf der anderen Seite steht dieses Natriumbicarbonat natürlich als hochalkalische Substanz in der Gefahr, dass wir sofort zu einer Alkalose tendieren. Das würde auch passieren, wenn nicht augenblicklich das Natriumbicarbonat auch seiner Verwendung zugeführt wird. Und diese Verwendung vom Natriumbicarbonat besteht eben in der Neutralisation von Säuren. Das Natriumbicarbonat durchwandert, und da muss man jetzt ein wenig wieder die Anatomie bewegen, durchwandert aber vom Kapillarbereich hin zu den Zellen das Bindegewebe, die Grundsubstanz. Und diese Grundsubstanz ist jetzt nicht nur ein Netzwerk von Proteoglykanen und Glucosaminglykanen, sondern diese Grundsubstanz ist auch im Wesentlichen der Speicherort für Toxine, für Schlacken, vor allem für Säuren. Und diese Säuren werden jetzt aus diesem Bindegewebe heraus durch das Natriumbicarbonat sozusagen neutralisiert und es wird ermöglicht, dass wir diese Säuren dann in dieser neutralisierten Form wieder über den venösen Schenkel der Kapillaren abtransportieren können. Das heißt, es muss uns bewusst sein, dass wir mit jeder Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, gleichzeitig auch dem Körper die Möglichkeit geben, eine Regeneration, eine Reinigung der Grundsubstanz durchzuführen. Erfolgt das nicht, dann wird immer mehr Säurelast im Körper aufgebaut und es erfolgt das, was wir dann in der Naturheilkunde die Verschlackung nennen, etwas, was mit einem Anstieg von verschiedensten Toxinen und Säuren vor allem in der Grundsubstanz verbunden ist. Das heißt, am Ende des Prozesses, wenn dieses Bicarbonat die Grundsubstanz durchläuft, gelangt es auch zu den Zellen. Und wenn diese Zellen, wie hier oben an diesem Bild gezeigt, aus dem Bereich der Leber, Bauchspeicheldrüse oder Dünndarm selbst sind, dann produzieren diese wieder ein basisches Sekret, das dazu dient, dann im Duodenum den sauren Speisebrei, der ja immer noch hier darauf wartet, neutralisiert zu werden, dann letztlich auch wieder zu neutralisieren. Und am Ende des Tages entsteht wieder Kochsalz, CO2 und Wasser. Dieser sogenannte Kochsalzkreislauf, wie im Vorscreen beschrieben hat, bedeutet also, dass wir am Ende gleich viele Substanzen, also Kochsalz, CO2 und Wasser, wieder erhalten, wie oben eingesetzt. Aber mit zwei wesentlichen Faktoren. Erstens einmal, die Verdauung ist losgegangen, vor allem die Verdauung des Eiweißbereiches. Und zweitens, wir haben damit automatisch eine Reinigung der Grundsubstanz bewirkt. Soweit diese Aspekte von Seiten des Verdauungsapparates und von Seiten der Verwertung von Lebensmitteln. Wenn wir jetzt aber auf der anderen Seite einmal betrachten, dass dieser Säure-Basen-Haushalt auch in Gang kommt, wenn aus dem Gewebe heraus der Bedarf an Basen besteht, dazu möchte ich Ihnen das am folgenden Beispiel demonstrieren. Wenn als wie wir vorhin auch im Vorredner gehört haben, Schmerzen sind, so sind Schmerzen immer mit einer Übersäuerung verbunden. Egal, ob das Kiefergelenk oder die linke Schulter oder sonst ein muskulärer Bereich ist, dann wird dieser muskuläre Bereich aufgrund seiner Symptomatik, aufgrund der Entzündung, aufgrund der Schmerzen sozusagen den Magen ersuchen, Bicarbonat zu liefern. Und so wie es der Ostfriese Otto sehr schön gesagt hat, linke Schulter an Magen, brauche Bicarbonat, dann sagt der Magen, jawohl, ich liefere dir Bicarbonat, aber in 2 Stunden möchte ich das Bicarbonat zurückhaben, weil ich kann nicht länger diese Säure, die ja unmittelbar mit dem Bicarbonat verbunden auch produziert wird, diese Säure kann ich nicht länger ertragen im Magen, sonst muss ich mich selbst sozusagen schädigen. Und die linke Schulter sagt natürlich zum Magen, du kannst das gerne wieder zurückhaben, aber in dem Moment, wo das Bicarbonat in der linken Schulter ankommt, neutralisiert es ja die Säuren, ist es weg und die Schulter hat sozusagen vergessen, was sie versprochen hat und der Magen bleibt auf seinen sauren Valenzen sitzen. Was ist der Erfolg? Der erste Erfolg ist für den Magen, dass die Säure zu einem Hungergefühl führt, weil wir von Kindesbeinen an gelernt haben, dass
wenn Säure im Magen ist, dann kommt unmittelbar darauf das Essen und es wird das Essen beschäftigt sozusagen die Säure. Aber jetzt kommt nichts, weil es fehlt sozusagen die Nahrung. Also wird jetzt durch das Säuregefühl Hunger erzeugt und die Betreffenden werden Nahrung zuführen und damit ist die Säure beschäftigt. Aber dieser Circulus Vitiosus geht weiter, weil es wird ja dann auch diese Säure wieder im Duodenum zu neutralisieren sein. Irgendwann ab einem pH-Wert, den wir nicht genau kennen, aber benennen wir mal zwischen 1 und 2, weil es hier steht, dann sagt der Magen, ich kann jetzt nicht mehr. Selbst wenn die Schulter noch immer sagt, ich bin sauer und ich brauche Bicarbonat, sagt der Magen, ich kann jetzt nichts mehr produzieren. Mit dem Erfolg, dass es hier zu einem Sistieren der Bicarbonatproduktion kommt, so lange, bis von außen wieder Bicarbonat zugeführt wird und die Säure neutralisiert ist. Und genau das wurde immer wieder beobachtet, wenn man beim klinisch übersäuerten Magen Bicarbonat zuführt, kommt es zur sogenannten Säurelockung. Die Säurelockung bedeutet aber nur, dass wir diese Salzsäure neutralisieren und damit kommt der pH wieder in Bereiche, wo Regulation stattfinden kann. Das heißt, er steigt an und auf der anderen Seite wird das Bicarbonat dann im Gewebe frei verfügbar. Die Konsequenz, die daraus gezogen wurde, nämlich kein Bicarbonat zu verabreichen, ist falsch. Die Konsequenz sollte sein, so lange Bicarbonat zu verabreichen, bis dieser Basenbedarf im Gewebe ausgeglichen ist. Hier können wir dann durch die orthomolekulare Therapie, nämlich Bicarbonatzufuhr, sehr rasch zu einer Verbesserung führen. Nämlich so lange, bis im Gewebe kein Basenbedarf mehr vorhanden ist. Das führt uns zum nächsten Punkt. Diese Produktion von Säure und Bicarbonat erfolgt durch ein Enzym, nämlich die Carboanhydrase. Und dieses Enzym ist zinkabhängig. Das heißt, ohne das Spurenelement Zink wird es auch nicht funktionieren, dass diese Regulation ordentlich funktioniert. Das heißt, wir brauchen für die Regulation im Säure-Basenhaushalt auch ausreichend Zink. Daher werden auch Erkrankungen oder Stoffwechselsituationen, wo Zink reduziert wird, Beispiel Schwermetalle wiederum, wird dann auf der anderen Seite die Regulation vom Säure-Basenhaushalt deutlich gestört werden. Wir können auf der anderen Seite auch dieses Natriumbicarbonat dann über eine Infusionstherapie zuführen. Wir können also Bicarbonat auch direkt infundieren. Das hat eine sehr gute und sehr rasche Wirkung auf die Grundsubstanz und führt zu einer Entgiftung aus dem Bereich der Grundsubstanz, wird aber im Magen zu keinerlei Veränderung führen. Das heißt, für den Magenbereich brauchen wir auf alle Fälle die lokale Therapie mit Natriumbicarbonat beziehungsweise dann in der weiteren Folge auch mit Basenpulver. Wenn wir jetzt uns im nächsten Schritt ein weiteres Spurenelement oder Mineralstoff anschauen, nämlich Kalium, so besteht für Kalium auch ein sehr enger Zusammenhang zum Säure-Basen-Haushalt. Bei einem Kaliummangel besteht zwar, wie in allen Lehrbüchern steht, eine extrazelluläre Alkalose, aber diese extrazelluläre Alkalose führt zu einer intrazellulären Azidose oder besser intrazellulären Azidität. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wo kommt dieser Kaliummangel her? Ein Kollege hat in Österreich einmal in einer kleinen Gemeinde in der Steiermark bei 100 Patienten untersucht, wie denn die Mineralstoffversorgung bei seinen Patienten, es waren in dem Fall noch keine Patienten, sondern es waren nur Patienten, die einfach in die Praxis gekommen sind, untersucht und hat gesehen, dass bei über einem Drittel ein Kaliummangel besteht. Jetzt, wenn Sie das einem Schulmediziner sagen, dann sagt der Kaliummangel, das gibt's fast nicht, das ist ja immer ausreichend versorgt, weil sonst haben die Leute Herzrhythmusstörungen. Dieser Kaliummangel ist aber jetzt nicht dadurch, dass die Leute zu wenig Bananen essen oder Zucchini-Cremesuppe vermeiden, sondern dieser Kaliummangel ist jetzt Ausdruck tatsächlich der Übersäuerung. Und ein Kaliummangel, das dürfen wir auch nicht vergessen, entsteht in erster Linie bei Stress über den funktionellen Hyperaldosteronismus. Das heißt, am Anfang einer Belastungssituation wird immer ein Kaliummangel entstehen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie jemanden in die Fastentherapie nehmen und der das erste Mal das durchführt, dann ist das für ihn eine Belastungssituation, dann ist das eine Stresssituation. Und daher ist der Ausgleich von Kalium gerade in solchen Situationen besonders wichtig. Und daher hat auch eine Basenmischung, die einen sinnvollen Effekt im Säure-Basen-Haushalt haben soll, auch ausreichend Kalium.
Und ich kann nur meine eigene Erfahrung mit dem Kalium hier wiedergeben. Am Anfang meiner Tätigkeit im Rahmen der Meyer-Therapie haben wir wesentlich weniger Kalium im Basenpulver verabreicht. Und ich würde einmal sagen, in monatlichen Abständen haben wir einen Patienten an die Klinik überweisen müssen mit Herzrhythmusstörung. Und die haben dann Kalium gemessen und haben gesagt, okay, Kaliumdefizit, Kaliuminfusion angehängt, den Patienten zurückgeschickt und eigentlich über uns ja, mehr oder weniger gelacht und uns fast ein wenig verspottet. Und dann habe ich gedacht, lachen kann ich über mich selber auch und habe das Kalium im Basen, in der Basenmischung deutlich erhöht. Und seit wir das gemacht haben, wir liegen jetzt bei ungefähr 10% Kalium in der Basenmischung vom Basenpulver, haben wir eigentlich praktisch keinerlei Kaliumdefizite mehr im Rahmen einer Meyer-Therapie zu verzeichnen. Und ich kann nur empfehlen, dass also auch entsprechend zu messen. Und Sie können solche Kaliumdefizite auch im Serum immer wieder sehen. Wenn Sie nämlich die Relation zum Natrium hernehmen, dann haben Sie einem normal niedrigen Kalium und einem normal hohen Natrium bereits die ersten Hinweise, dass das eine Stresssituation ist, die Gefahr läuft, einen Kaliummangel zu erzeugen. Und die Kaliumsubstitution in diesem Fall, die mobilisiert dann die Wasserstoffionen aus der Zelle heraus und ermöglicht die Ausscheidung. Also diese intrazelluläre Azidität wird sozusagen durch die Kaliumgabe behandelt und sehr rasch auch zum Abklingen gebracht. Die Säureausscheidung, und das ist auch wichtig, kann durch die Aktivierung der Leber deutlich gesteigert werden und vor allem, wenn wir den säurebasenausscheidenden Effekt vom Ammoniak hernehmen, also vom NH3, dann haben wir hier über die Leberaktivität deutliche Kapazitäten, da noch zu einer vermehrten Ausscheidung von Säuren beizutragen. Und auch das ist im Rahmen von Fastentherapien besonders wichtig. Das heißt, eine Basentherapie ist auch eine Therapie, die die Leber unterstützt und hier entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, würde ich einmal sagen, im Rahmen einer Fastentherapie helfen, dass die Betreffenden weniger Therapiereaktionen dann auch haben. Auch mit dem Calcium werden wir immer wieder in Konflikt kommen, wenn wir die Säureausscheidung hernehmen. In der Säure steigt nämlich das Calcium an. Das ist auch bereits lange bekannt, weil das Calcium dann aus dem Knochen heraus mobilisiert wird. Das heißt, wenn Sie Messungen von Calcium in diesem Zusammenhang machen, dann bitte nicht wundern, dass ein hohes Calcium vorliegt. Das ist jetzt nicht, weil Sie zu viel substituiert haben oder weil der zu viel calciumhaltige Lebensmittel gegessen hat, sondern das hohe Calcium ist häufig Zeichen einer Azidität und es wird sich erst verbessern, wenn wir wieder in alkalische Bereiche kommen. Natürlich spielt hier auch das Vitamin D und seinen Spiegel eine Rolle, aber die raschere Regulation gegenüber dem Vitamin D ist sicher die Säurebasenregulation, weil hier sofort im sauren Bereich das Calcium dann freigesetzt wird und als, ich würde mal sagen, vorsichtig ausgerückt, falsch hohes Calcium dann imponiert. Wie schaut jetzt aber die umfassende Therapie im Säurebasenhaushalt aus, die wir auch, und das ist ganz wichtig, im Rahmen von Fastentherapien dann entsprechend durchführen müssen. Wir haben hier vier Strategien. Die erste Strategie ist einmal, dass wir zu einer ausreichenden, individuellen, vernünftigen Bewegung animieren, dass wir ausreichendes Trinken von freien Flüssigkeiten empfehlen, die Ernährungssituation beim Fasten, aber auch dann in der weiteren Folge in der langfristigen Ernährung so gestalten, dass ein ausgeglichenes Verhältnis von Säuren und Basen möglich ist. Und dann, last but not least, die orthomolekulare Therapie. Wir sind natürlich geneigt, mit der orthomolekularen Therapie zu beginnen, aber seien Sie versichert, eine vernünftige orthomolekulare Therapie wird erst funktionieren, langfristig funktionieren, wenn die anderen drei Aspekte ebenfalls Berücksichtigung finden. Von der Bewegung her, denke ich, ist es relativ einfach. Es gibt sehr viele Menschen, die sich massiv bewegen und damit auch wieder in die Säure gehen. Eine vernünftige Bewegung ist 20, 30 Minuten pro Tag. Nicht das Training für den Marathon. Und die Flüssigkeitszufuhr ist auch zwischen 2 und 3 Liter freien Flüssigkeiten. Wir reden hier also von Wasser, von Kräutertees, von Gemüsebrühe, sicherlich nicht von Obstsäften oder Fruchtsäften oder auch nicht von Milch.
Wenn wir die Lebensmittel aus dem Säure-Basen-Gleichgewicht anschauen, so sehen wir, dass die Klassiker Fleisch, Fisch, Käse auf der sauren Seite zu finden sind. Natürlich auch unsere entsprechenden raffinierten und industriell zubereiteten Lebensmittel. Und auf der basischen Seite vor allem Gemüse, die Kartoffel, aber bitte jetzt nicht die Pommes frites hernehmen, sondern die Pellkartoffel und die Petersilkartoffel oder Jacked Potato, wie auch immer. Und vor allem die kaltgepressten Öle. Und aus diesem Wissen heraus, es geht jetzt nicht darum, plus minus 5 Millival mehr oder weniger, sondern aus diesem Wissen heraus die groben Richtlinien der Kombinationen zu berücksichtigen. Das heißt, wir brauchen jetzt Kombinationen, wo Sie nicht saure Lebensmittel miteinander kombinieren. Das heißt, der Klassiker Fleisch, Fisch, Käse mit Knödel, mit Reis, mit Spätzle, je nachdem, aus welcher Region Sie kommen, sind unterschiedliche Produkte hier zu nennen. Vor allem also diese Teigwaren in der Kombination mit Fleisch, Fisch und Käse sind ungünstig. Hier brauchen wir deutliche Änderungen. Und die Änderungen sollten sein, dass wir vor allem die Lebensmittel, die sauer sind, mit dem Basischen kombinieren. Das heißt, wenn Fleisch oder Fisch gegessen wird, dann gibt's Gemüse dazu, dann gibt's Kartoffel dazu. Und dann wird das immer kombiniert mit guten, kaltgepressten Pflanzenölen. Diese Pflanzenöle sollten in einer gesunden Ernährung nie wirklich fehlen und ausreichend verwendet werden. Als Beispiel die italienische Küche, wo sie dann immer wieder das Olivenöl über die Speisen geben. Auch das ist etwas, was ganz, ganz leicht nachzuvollziehen ist. Verwenden Sie aber auch andere Öle, vor allem die Omega-3-Fette, Leinöl, Hanföl. Und für Sie in Norddeutschland, Sie haben ja das Glück, dass Sie sozusagen an der Waterkant sind und gleich auch den Fisch aus dem Meer verwenden können. Auch hier haben Sie viele Omega-3-Fette drinnen. Auch das geht gut. Zur Not bleibt dann noch die Ergänzung über Supplemente, wenn das mit dem Öl so nicht funktioniert. Hier noch ein Bild, wie es ausschauen kann, aber Sie kennen die Lebensmittel ja alle, die Kartoffel, die Gemüse und so weiter auf der basischen Seite. Und hier noch die Zubereitung einer Gemüsebrühe. Man nimmt also Wurzelgemüse, nimmt also ein Drittel Wurzelgemüse, zwei Drittel Wasser, etwas Lorbeerblatt zum Abschmecken, ein wenig für den Geschmack noch dazu. Man braucht also kaum Salz dazu. Das lassen Sie 20 Minuten köcheln und dann ein bisschen stehen lassen, dass sich die Mineralstoffe sehr gut herausziehen lassen. Und dann haben Sie ein sehr gutes Getränk, das auch eine tolle Abwechslung im Rahmen einer Fastentherapie darstellt. Die Gemüsesuppe ebenfalls als hochbasisches Gericht, wenn man so will. Basis ist wieder die Kartoffel, das Gemüse, von mir aus mit etwas Sauerrahm abschmecken, und Sie können wunderbar jetzt im Herbst eine Kürbiscremesuppe machen oder auch eine rote Rübensuppe machen. Also all das funktioniert also wunderbar, aber bitte dann nicht mit einer Rindsuppe aufgießen. Wichtig zu betonen im Säure-Basen-Haushalt, es entstehen im Stoffwechsel immer wieder Säuren, vor allem bei der Entgiftung entstehen immer wieder Säuren. Vor allem bei denen, die vorbelastet sind. Nehmen wir so einen Diabetiker her mit der Ketonkörperproduktion und so weiter. Also wir haben immer wieder im Fasten Säureproduktion. Wir produzieren keine Basen. Die Basen müssen mit den Lebensmitteln zugeführt werden. Das heißt, es ist im Fasten ganz wichtig, dass wir entsprechende alkalische Valenzen zuführen. Und diese alkalischen Valenzen sind im Wesentlichen aus dem Wurzelgemüse, aus den Kartoffeln und so weiter und aus den Ölen. Da kommen diese her. Aber, und das ist auch wichtig, wir brauchen eine Esskultur. Wir brauchen eine vernünftige Esskultur. Nicht nur, dass wir ein ausgewogenes Säure-Basen-Verhältnis haben, wo wir ein Drittel saure Lebensmittel und zwei Drittel basische Lebensmittel haben. Wenn Sie sich erinnern, Henderson-Hasselbalch'sche Gleichung, dann haben wir ein Verhältnis von Basen zu Säuren von 20 zu 1, um einen pH-Wert von 7,1 zu bekommen. Das ist in der Ernährung nicht notwendig. Es reicht völlig aus, zwei Drittel basisch, ein Drittel saure Lebensmittel. Aber die Esskultur ist wichtig.
Wenn Sie das beste basische Lebensmittel zum falschen Zeitpunkt, nämlich am Abend, in der falschen Zubereitung als Rohkost zu sich nehmen, so werden Sie einen sauren Stoffwechsel generieren. Und dieser saure Stoffwechsel entsteht durch Fehlverdauungsprozesse wie Gärung oder wenn es dann im Eiweißbereich dann ist, durch Fäulnis. Aber hier bei dem Rohkostkonsum ist es im Wesentlichen die Gärung und dann haben wir Alkohol, Säure und Gas. Daher ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur im Rahmen von Fastentherapien, abends keine Fruchtsäfte oder überhaupt eine Fastentherapie nicht mit Fruchtsäften durchzuführen, sondern mit entsprechend gekochten, wie Gemüsebrühe oder dann nur mit Tees und entsprechend basischen Lebensmitteln. Das ist wesentlich günstiger als wie all diese konzentrierten Säfte, die ja die Esskultur völlig außer Acht lassen. So, und jetzt zum Letzt, wenn wir das vorher berücksichtigt haben im Rahmen einer Fastentherapie, dann kommen wir zuletzt zu einer individuellen Substitution orthomolekularer Substanzen und die werden idealerweise natürlich auch getestet und auch das ist ja nicht unbekannt im Rahmen dieses Gremiums. Wer den Muskeltest beherrscht, der kann hier sehr gut dann auch überprüfen, welche Mischung hier optimal für den Patienten gerade ist. Hier haben Sie zwei Rezepturen von Basenpulver, die sich bei uns sehr gut bewährt haben. Wenn Sie sich die Inhaltsstoffe anschauen, das Natriumhydrogenphosphat ist sozusagen das Buffersystem der Niere und unterstützt also die Niere idealerweise. Das Natriumhydrogencarbonat, also oder Natriumbicarbonat, ist die wichtigste Substanz zur Neutralisation der Säuren, der Salzsäure im Magen. Calciumcarbonat wird schlecht resorbiert, ist aber trotzdem Teil des Basenpulvers, weil es hier nicht um die Calciumsubstitution, sondern um die Neutralisierung und durch die pH-Änderung im Dünndarm geht. Und das Kalium und das Magnesiumcitrat, Kalium, wie bereits erwähnt, ganz wichtig für die Entgiftung oder Entsäuerung aus der Zelle heraus, um diese intrazelluläre Azidität zu reduzieren. Und wir haben sehr viele Menschen mit einem Magnesiumdefizit. Auch hier ist über die Zitrate die Substitution von Kalium und Magnesium das Ziel, weil wir auch sehr viele Menschen haben, die in der Therapie entsprechende Defizite aufweisen. Und auch, muss man auch dazu sagen, Fasten ist auch etwas, was ein aktiver Prozess ist und wir durch das Fasten natürlich Energie benötigen und ohne Magnesium gibt es kein ATP und auch nicht für die in dem Fasten notwendigen Mehrleistungen der Ausscheidungsorgane und auch das muss entsprechend berücksichtigt werden. Diese Rezeptur von Basenpulver, vor allem die rechte als Basenpulver 5, hat sich sehr, sehr bewährt und ich kann nur empfehlen, so eine Rezeptur sich vielleicht beim Apotheker nachbauen zu lassen. Das funktioniert also sehr gut. Ergänzend dazu Spurenelement Zink. Wir haben bereits gehört, Zink ist notwendig für die Carboanhydrase. Ohne Zink funktioniert die Carboanhydrase nicht. George Goodhart hat ursprünglich ein Symptom, die sogenannte Hypochlorhydrie, beschrieben, die wir auch über beidseitige Schwäche vom Muskeltest, vom BMC sehen können. Das ist schon die Erschöpfung. Sie werden viel früher schon einen Zinkmangel haben. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das Zink bereits frühzeitig bei Störungen im Säure-Basen-Haushalt einsetzen. Wenn die Notwendigkeit einer Kaliumsubstitution besteht, bitte nicht warten, bis entsprechende Herzrhythmusstörungen auftreten. Ich habe keine Sorge vor der Hyperkalämie, sondern immer wesentlich ausgeprägter und intensiver sehen wir die Hypokalämie und die macht wesentlich mehr Beschwerden im Rahmen einer Fastentherapie. Messen Sie das Kalium und ansonsten hat ein Kaliumdefizit deutlich Zeichen einer Adynamie, Muskelschwäche, Muskelschmerzen, ähnlich wie vom Magnesium. Die sollten auf alle Fälle ausgeglichen werden, gegebenenfalls auch in einem Rahmen einer Infusionstherapie. Calcium durchaus notwendig manchmal noch zu ergänzen.
Sie können das auch kombinieren mit der Gabe von Zeolit. Man kann eine Basenmischung zum Beispiel mit Zeolit, sofern das Pulver zur Verfügung steht, kombinieren. Auch das geht ganz gut, weil Sie mit dem Zeolit dann noch zusätzlich eine entgiftende Funktion haben, eine leberunterstützende Funktion haben und die Ausscheidung hier noch wesentlich verstärkt werden kann, vor allem wiederum, was den Ammoniak anbelangt und die verschiedenen Stoffe, die über den enterohepatischen Kreislauf dann ausgeschieden werden. Das würde ich als Ergänzung sehen im individuellen Fall. Wenn das notwendig wird, dann bitte ergänzen. Nicht ganz zu vernachlässigen, aus meiner Sicht sogar sehr, sehr wichtig im Rahmen einer Fastentherapie, wenn es entsprechende Entgiftungsreaktionen gibt, wäre eine Baseninfusion. Und diese Baseninfusion führen wir durch. Wir haben 8,4-prozentiges Natriumbicarbonat zur Verfügung und da werden 100 Milliliter von diesem 8,4-prozentigen Natriumbicarbonat mit 100 Milliliter Kochsalz gemischt. Dadurch erhält man eine 4,2-prozentige Infusionslösung und die wird langsam IV in eine großlumige Vene verabreicht. Das ist etwas, was Sie bei entsprechenden Entgiftungsreaktionen fast täglich durchführen können. Heftige Ausscheidungsreaktionen, wenn der Patient überfordert ist, wenn durch die Säuremobilisation hier massive Reaktionen wie Kopfschmerzen, Migräne, Muskelschmerzen auftreten oder auch beim rheumatischen Patienten kann es sein, dass ein rheumatischer Schub kommt, wenn Schmerzen kommen. Oder man ist auch nicht gefeit im Rahmen einer Fastentherapie, dass einmal ein Gichtanfall kommt. Auch da können Sie so eine Baseninfusion sehr, sehr gut einsetzen. Auch wenn, ich sage jetzt einmal ganz bewusst, Gefahr einer Angina pectoris oder beim Herzpatienten hier durch Blutungsstörungen sind, mit der Baseninfusion können Sie hier sehr gut rasch eingreifen. Für uns ist hier noch bewährt die Laborkontrolle. Das heißt, wir messen bei allen Patienten die Säure-Basen-Konstellation und beim Bicarbonatabfall von mehr oder unter 20 Millimol pro Liter ist aus meiner Sicht eine Baseninfusion indiziert, weil damit sehr rasch ein Ausgleich erfolgen kann und hier eine Unterstützung gegeben ist. Keine Sorge, Sie können da fast nichts falsch machen. Es gibt auch kein zu viel von den Basen. Sie werden den Patienten nicht schädigen mit der Bicarbonat-Infusion, weil das Bicarbonat letztlich als Schwellensubstanz, wenn wirklich einmal zu viel sein sollte, über die Nieren auch wieder ausgeschieden wird. Voraussetzung natürlich, die Nierenfunktion ist so halbwegs in Ordnung. Man kann die orthomolekulare Therapie unterstützen über verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel einen Einlauf, wobei der Einlauf aus meiner Sicht im Wesentlichen einmal eine rasche Ausscheidung hat. Man kann es machen, man muss es nicht machen. Für uns, und das ist auch sehr hilfreich für den Patienten zu Hause, er kann Basen B da durchführen, er kann hier entsprechende Maßnahmen setzen, um zusätzlich noch über die Haut zu entgiften. Das werden wir an dieser Stelle dann noch besprechen. So. Damit verlassen wir den Säure-Basen-Haushalt und begeben uns in einen Bereich der Schleimhautregeneration, das Leaky Gut-Syndrom. Das Leaky Gut-Syndrom ist etwas, was wir natürlich bei den Fastentherapien immer ins Kalkül ziehen müssen. Normalerweise haben wir, wie hier an diesem Bild zu sehen, haben wir eine geschlossene Situation. Der Darm ist ein Schlauch, der durch den Organismus durchzieht und eine Barrierefunktion darstellt. Das heißt, normalerweise alle Prozesse, die den Verdauungsapparat betreffen, werden im Inneren des Verdauungsapparates stattfinden. Diese Grenze ist eine Grenze, die nur sozusagen für die kleinsten Moleküle passierbar ist. Das heißt, die Zerlegung der Lebensmittel erfolgt bis hin zu den Aminosäuren, Fettsäuren, Glukosemolekülen und so weiter. Und die werden vor allem über die Zellen, also transzellulär, aufgenommen und die sogenannten Tight Junctions sind geschlossen. Das heißt, es gibt nur zu einem sehr geringen Prozentsatz diesen parazellulären Transport. Das hat die Folge, dass diese Stoffe, die hier aufgenommen werden, entsprechend kontrolliert werden, überprüft werden und dass Toxine im Wesentlichen davon abgehalten werden, in den Körper zu gelangen. Auch, und das ist wichtig dann in weiterer Folge, für die Erlangung von Allergien ist das etwas von entscheidender Bedeutung, weil das Leaky Gut ist sozusagen der Wegbereiter auch für diese Reaktionen. Ein Leaky Gut bedeutet also, dass diese Tight Junctions aufgegangen sind und wir jetzt
im Rahmen von Entzündungsprozessen, zum Beispiel bei der Dysbiose, bei Pilzbelastung, parasitären Belastung oder bakteriellen Überwucherungen dann diese transzellulären Prozesse im Hintergrund haben und mehr parazellulär zwischen den Zellen werden dann diese Stoffe aufgenommen. Dann gelangen auch Toxine oder Bakterien in den Körper, werden über das Lymphsystem dann transportiert und gelangen zur Leber und hoffentlich dort über die Leber abgebaut. Oder aber sie können über verschiedene andere Mechanismen dann zu allergischen Reaktionen führen. Das heißt, so eine Situation des Leaky Guts, wir müssen davon ausgehen, dass das bei sehr vielen einfach vorhanden ist. In der Untersuchung nach Meyer kann man es auch entsprechend diagnostizieren und fühlen. Wir sehen aber auch bei entsprechenden Laboruntersuchungen, einen Hinweis einfach einmal Zonulin, sehen wir auch entsprechende Veränderungen. Ohne jetzt, dass wir näher auf diese Details eingehen, was können wir orthomolekular jetzt wiederum machen, um so ein Leaky Gut einigermaßen in den Griff zu kriegen? Natürlich müssen wir die Ursachen berücksichtigen, wenn eine Dysbiose ist, wird die Dysbiose behandelt und dergleichen mehr. Aber jetzt die Frage, was können wir orthomolekular hier Gutes tun? Auf der einen Seite haben wir die Aminosäure Glutamin, die eine deutliche Regeneration dieser Schleimhaut auch mit sich bringt. Und hier empfehlen sich Größenordnungen von 2 bis 6 Gramm pro Tag Glutamin zuzuführen, auch über einen längeren Zeitraum, nicht kurzfristig denken. Die Entzündung hat sich über Monate, über Jahre entwickelt, also auch hier das Glutamin ruhig längerfristig, also über Monate einsetzen. Der Zeolit konnte auch gezeigt werden, dass hier eine gute Wirkung ist. Man hat eine Untersuchung gemacht in Graz bei Sportlern, die ein Leaky Gut entwickelt haben aufgrund von Übertraining. Und dieses Übertraining hat dann dazu geführt, dass sie Lebensmittelunverträglichkeiten generiert hatten. Und das wurde mit Zeolit behandelt. Und da konnte gezeigt werden, dass auch das Zonulin messbar zurückgeht und auch die Klinik besser wird. Nächster Punkt sind die Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für die Regeneration der Schleimhaut. Die Oberfläche der Zellen, Membranen sind letztlich Fettsäuren. Das heißt, hier brauchen wir entsprechende Substitution. Und wir wissen ja, dass bei allen entzündlichen Erkrankungen und beim Leaky Gut müssen wir davon ausgehen, dass so Entzündungen im Hintergrund sind. Nicht warten, bis eine ulcerative Colitis auftritt, sondern eine Colitis hat im Vorfeld bereits die Notwendigkeit der Substitution von Omega-3-Fettsäuren. Über die Prostaglandine wirken sie sehr stark antientzündlich, also auch hier entsprechende Ergänzungen vornehmen. Die Mischung AH-Formula, Antihistamin-Formula, nachdem sehr häufig ein Histaminproblem mit dabei ist, ist im Wesentlichen B6, Kupfer, Vitamin C und Calcium. Und das Histamin wird über das Enzym die Diaminoxidase abgebaut und die Diaminoxidase benötigt Vitamin B6 und Kupfer. Und daher sind das die ersten und wichtigsten Substitutionen, die wir durchführen. Ebenfalls stark antihistaminärk und reduzierend auf das Histamin wirkt das Vitamin C. Hier kann man durchaus auch dann einmal eine Infusion mit Vitamin C verabreichen, um rasch zu einer Verbesserung des Stoffwechsels zu führen. Und last but not least werden wir natürlich auch hier an die Probiotika denken. Unterschiedlichste Präparate sind hier am Markt, aber bitte auch hier entsprechende Überprüfung der Wirksamkeit. Idealerweise machen wir das auch über den Muskeltest, weil nicht jeder braucht immer die gleichen Probiotika. Auch das Bild ändert sich und man kann die Probiotika durchaus wechseln. Aber im Wesentlichen haben wir Mischungen mit Acidophilus, Biophilus, auch im akuten Stadium einmal an E. coli dran denken oder die Enterokokken langsam steigernd dann in die Therapie einbauen. Auch das etwas, was man nicht außer Acht lassen darf. Ich würde aber empfehlen, sofern Sie abführende Maßnahmen setzen, wie zum Beispiel in der Meyer-Therapie mit einem Bittersalz, mit einem Glaubersalz oder selbst nur mit Magnesiumcitrat, geben Sie die Probiotika danach. Es macht keinen Sinn, auf der einen Seite Bittersalz zu geben und gleichzeitig ein Probiotikum zu schlucken. Es wird sich nicht großartig verändern. Das ist etwas, was nach der Therapie viel besser wirkt und langfristig dann eine entsprechende Substitution wird die Genesung deutlich unterstützen. So, jetzt kommen wir zur Niere.
ausscheidende Maßnahmen über die Niere. Da sind wir orthomolekular, ich würde mal sagen, sehr schwach aufgestellt. Wir haben wenig Möglichkeiten. Wir sind hier besser über Phytotherapie, über Homöopathie. Auf jeden Fall trinken, wenn man Wasser als orthomolekulare Substitution sieht, dann haben wir natürlich viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass wir die Niere hier anders unterstützen als wie orthomolekular mit Trinken. Von mir ist eine Reflexzonenbehandlung der Niere, entsprechende Phytotherapeutika. Ich denke, das ist hier wesentlich effektiver und sinnvoller, als hier auf irgendeine orthomolekulare Substanz zu warten. Natürlich der Ausgleich im Säurebasenhaushalt hilft auch der Niere. Ebenso bei der Lunge. Wobei die Lunge eine besondere Funktion hat im Abatmen der Kohlensäure. Das ist das schnellste und die rascheste Regulation des Säurebasenhaushaltes. Ich zeige Ihnen hier dann auch noch ein Bild dazu. Die Bewegung, die wir ja empfehlen, fördert auch die Abgabe von CO2. Und wenn der Sportmediziner immer glaubt, na, das kann man nicht trainieren oder das ist immer gleich viel, mehr Bewegung, mehr CO2, weniger CO2, das stimmt nicht. Man kann diese Abgabe durchaus trainieren. Wenn wir uns dieses Bild jetzt anschauen von der Messung eines Säurebasenhaushalts, und das ist eine einfache Messung nach dem Astro-Prinzip, das heißt, hier wird aus dem Kapillarblut der Fingerkuppe wird also gemessen, im Wesentlichen das CO2. Es wird dann das Bicarbonat entsprechend Henderson-Hasselbalcher Gleichung gerechnet und der pH-Wert wird gemessen und die Mineralstoffe, also die ionisierten Mineralstoffe. Und wenn Sie dieses Bild dann anschauen, dann sehen Sie, dass das CO2 bei einem Normwert von 32 bis 40 mit 33 doch zumindest im unteren Normbereich ist. Dass wir mit dem Bicarbonat unterer Bereich 21 mit 21,7 ebenfalls im unteren Normbereich sind. Aber immer noch normal. Jetzt wird der, wenn der Intensivmediziner das sieht, sagt, da ist eh alles kompensiert. Trotzdem haben wir einen Basic-Stress von minus 3,1 und das ist auch interessant, einen pH-Wert von 7,415. Das heißt, natürlich kompensieren wir. Wir kompensieren diese Belastungssituation. Aber wir kompensieren sie, indem wir vermehrt CO2 abatmen und das Bicarbonat als Konsequenz der Notwendigkeit der Pufferung von entsprechenden Stoffwechselsäuren ebenfalls bereits abgefallen ist. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass in dieser Situation das Gesamtsystem bereits belastet ist. Und jetzt komme ich mit meiner Meyer-Therapie noch dazu und belaste ihm zusätzlich, fördere die Ausscheidung von Säure. Dann wird der auch vom Stoffwechsel hier deutlich abfallen und es wird dann mitunter unter die Toleranzgrenze kommen und es wird dann dazu kommen, dass die Patienten entsprechende Beschwerden haben, wenn wir so ein Ausgangsbild dann nicht berücksichtigen. Also hier ist es ganz wichtig, dass man in Betracht zieht, dass wir beim Patienten auch schon eine entsprechende Vorbelastungssituation vorfinden. Wer solche Messungen durchführt, wird das sich immer wieder wundern, wie sauer letztlich die Patienten tatsächlich sind. Und man sieht sehr schön, dass das CO2 hier ein guter Parameter ist, wie man es abatmet. Ja, die Ausscheidung über die Haut, auch da haben wir orthomolekular nicht viel zu ergänzen. Hier kann man Bäder machen, wobei ein Basenbad sehr hilfreich ist. Sie können Fußbäder machen, Sie können beim Rheumatiker, und das ist vor allem ganz wichtig, im Rahmen der Fastentherapie hervorragend über die Haut ausscheiden, weil das oft ein Problem darstellt für die Patienten. Also hier geht das sehr gut. So. Etwas darf man aber nicht außer Acht lassen. Die Leber muss die ganzen Stoffe, die wir letztlich ausscheiden wollen, bearbeiten. Das heißt, auch die Kapazität der Stoffwechselsituation der Leber ist im Rahmen von Entgiftungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Und nur zur Erinnerung, die Leber nimmt sozusagen die Stoffwechselmetabolite und scheidet sie über zwei große Systeme, nämlich über Phase 1 und Phase 2 Stoffwechselsysteme. Dann macht sie so ausscheidungsfähig, dass sie letztlich über die Ausscheidungsorgane, also Niere oder Darm, eliminiert werden können. Phase 1 Entgiftung bedeutet im Wesentlichen Oxidation und Reduktion über das Zytochromsystem. Phase 2 bedeutet im Wesentlichen Ausscheidung über das Glutathionsystem. Wenn also die Phase 1 gut funktioniert,
und die Phase 2 nicht funktioniert, das heißt Glutathionsystem nicht funktioniert, dann haben wir Intermediärprodukte, die zum Teil noch toxischer sind als die Metabolite selbst. Funktioniert die Phase 1 nicht entsprechend, so haben die Metabolite, die wir im Stoffwechsel produzieren, eine belastende Funktion. Das heißt, diese Systeme, die Leber muss hier ordentlich mitarbeiten, ordentlich entgiften, damit das auch tatsächlich funktioniert. Wir haben das Zytochromsystem als wichtigen Faktor für die verschiedensten Prozesse, sei es für Desulfierung, für die Epoxidierung von Alkenen, die oxidative Ausscheidung. Also hier im Wesentlichen sehr viele Oxidationsprozesse. Und Oxidation, wie wir wissen, bedeutet immer wieder Produktion von freien Radikalen. Das heißt, wenn die Leber jetzt mit solchen Prozessen auch freie Radikale produziert, so haben wir eine erhöhte antioxidative Bedarf. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Da können wir jetzt wieder unterstützend eingreifen. Riboflavin. Vitamin B2 ist ein wichtiger Kofaktor für das Enzym der Glutaminreduktase. Das brauchen wir einerseits jetzt für die Phase 1 Entgiftung, aber auch für das Glutathion selbst. Und das Riboflavin ist darüber hinaus noch ein entscheidender Kofaktor für Enzyme, für die Regeneration der Zytochrome, damit zum Beispiel das Vitamin D auch gut funktionieren kann. Hier sehen wir das an diesem Bild, die 1-Alpha-Hydroxylase aus der Zytochromfamilie, hängt im Wesentlichen vom B2 ab. Das heißt, wenn hier die Regeneration dieses Enzyms nicht funktioniert und B2 nicht ausreichend vorhanden ist, dann kriegen wir ein Problem beim Vitamin D. Dann haben wir eine sogenannte Vitamin D-Resistenz und indirekt ein schlechtes Ansprechen auf die Gabe von Vitamin D. Das spielt dann zum Beispiel eine Rolle bei Autoimmunerkrankungen. Und hier sei darauf verwiesen, dass wir über die Vitamin D-Hochdosistherapie nach dem Coimbra-Protokoll gute Möglichkeiten haben, hier einzugreifen. Aber im Wesentlichen müssen wir da auch Vitamin B2 ergänzen. Dass ungefähr 15% der Bevölkerung einen Mangel an B2 haben, weil die Resorption nicht ordentlich funktioniert und die Versorgung nicht entsprechend gegeben ist. Also auch wiederum nicht ganz so wenig. Ja? Genetische Variationen können, wie bereits erwähnt, dann dazu führen, dass das Vitamin B2 schlecht resorbiert wird und die Vitamin D-Resistenz auftritt. Vitamin C. Auch das ein wichtiger Kofaktor für die Entgiftung der Phase 1 Entgiftung. Also hier sind wir jetzt wieder bei den Antioxidantien. Nicht nur in Corona-Zeiten ist das wichtig, sondern auch ganz wichtig hier im Rahmen der Entgiftung für die Ausscheidung stimuliert ebenfalls das Zytochromsystem und hilft sozusagen uns vor den freien Radikalen zu schützen. Wenn wir aber die Antioxidantien hernehmen, so bitte immer das gesamte Paket der Antioxidantien nehmen und entsprechend ergänzen, sodass wir ausreichend Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin in der Gemeinsamkeit substituieren, weil sonst kommt es immer wieder dazu, dass einzelne Antioxidantien selbst radikalisch werden und uns dann mehr schädigen, als uns helfen können. Hier ist so eine Mischung der Antioxidantien, die auch weitgehend bekannt ist. Wichtig, bitte die Synergieeffekte ausnützen, also Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A oder Beta-Carotin, Selen und CoQ10 immer gemeinsam verabreichen, sodass man nicht zu einer vermehrten Belastung im Sinne einer Radikalisierung beiträgt. Bioflavonoide auch nicht zu vergessen. Diese Bioflavonoide sind ganz wichtig, um sozusagen die Wirkung der Vitamine zu verstärken. Und sie finden sich im Wesentlichen in den Lebensmitteln mit den kräftigen Farben. Es ist ja immer wieder schon davon die Rede, Biokost und so weiter. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Und wir haben sicherlich in den biologischen Lebensmitteln eine höhere Konzentration von solchen sekundären Pflanzenstoffen, vor allem dort, wo auch kräftige Farben die Lebensmittel ausbilden, haben wir das vor allem vorhanden. Die Stoffe sind weitgehend bekannt, aber es kommt jedes Jahr ein neues Superfood dazu und ich denke, es reicht völlig, wenn wir uns auf die heimischen
Gemüsesorten und Obstsorten beschränken, weil wir hier sehr gute Inhaltsstoffe haben und wir nicht dann auf irgendwelche Exoten zurückgreifen müssen. Aber das Wichtige ist, das auch tatsächlich in der Ernährung zu berücksichtigen oder aber auch im Rahmen von Supplementen diese Bioflavonoide dann zu ergänzen. Eine Substanz sei auch noch besonders erwähnt, das ist das Phosphatidylcholin, das ein Schutz für die Leber bildet. Und Cholin, wir kriegen es aus dem Ei, aus dem Eidotter, aus dem Lecithin der Sojabohne zum Beispiel, aber Phosphatidylcholin aus dem Fettbereich ist ganz, ganz wichtig, auch für die Entgiftung, aber letztlich auch fürs Hirnkastel, für die Funktion des Gehirns, für die Myelinisierung und dergleichen mehr. Also auch hier entsprechende Ergänzung durchaus sinnvoll. Jetzt sind wir bei der Phase 2 Entgiftung und diese Grafik sollte Ihnen nur einen kurzen Überblick geben, was denn in der Phase 2 Entgiftung alles passiert. Die Glucuronidierung, die Sulfatierung, das Glutathion ist hier besonders wichtig und so weiter. Also wir haben eine Reihe von Stoffwechselprozessen, die hier ablaufen müssen sozusagen, um die Gefährlichkeit bestimmter Stoffe zu reduzieren und deren Ausscheidung zu ermöglichen. Das heißt, hier haben wir natürlich auch ein vitales Interesse, dass diese Phase-2-Entgiftung der Leber gut funktioniert. Wenn wir uns die Glucuronidierung jetzt anschauen, so ist das etwas, was ein wichtiger, fast nicht schöpfbarer Weg ist. Es ist abhängig von Vitamin B6 wiederum. Das heißt, wir brauchen auch hier die entsprechenden Kofaktoren. Das Niacin, B3 ist ebenfalls wichtig. Die Sulfatierung eher bei niedrigen Konzentrationen. Sulfat ebenfalls ein wichtiger Stoffwechselparameter in diesem Zusammenhang. Und der Schwefel kann natürlich auch eingesetzt werden, aber ich würde eher im Rahmen von entgiftenden Maßnahmen damit vorsichtig umgehen, aus dem einfachen Grund, weil er zu einer massiven Steigerung der Ausscheidung führen kann, die wiederum zu einer Überforderung des Betreffenden führen könnte. Also ich wäre mit dem Schwefel während der Entgiftungskur vorsichtig. Weniger vorsichtig, sondern sehr großzügig bin ich mit Glutathion. Und das Glutathion ist ein wichtiger Substanz ist ein Tripeptid, wo auch der Streit um Kaiser seinen Bart entfacht ist. Die einen sagen, das Glutathion wird nicht resorbiert, die anderen sagen, es wird sehr wohl resorbiert. Als Tripeptid, theoretisch und praktisch, können wir Tripeptide resorbieren. Natürlich wird ein Teil davon in der Magensäure abgebaut, aber dann habe ich zumindest die einzelnen Aminosäuren zur Verfügung, die dann resorbiert werden können und im Körper kann wieder Glutathion aufgebaut werden. Also auch hier, denke ich, sollten wir sehr pragmatisch vorgehen und sagen, jawohl, wir brauchen das und die Unterstützung sollte gegeben sein. Wichtig auch, dass die Glutathionfunktion durch Schwermetalle beeinträchtigt werden kann. Wir haben hier, wenn wir eine entsprechende Belastung haben, massive Probleme mit der Ausscheidung. Die Schwermetalle führen dazu, dass das Glutathion verbraucht wird, die Schwefelgruppen dann blockiert werden und damit die Entgiftung auch nur eingeschränkt funktioniert. Alle glutathionabhängigen Prozesse sind auch selenabhängig. Und wir müssen das Glutathion wieder regenerieren. Das heißt, das Glutathion selbst greift dann in diesen Prozess zwar ein, wir bilden sozusagen dieses GSSG, das ist das oxidierte Glutathion, das dann selbst wiederum regeneriert wird und zum reduzierten Glutathion, zum GSH dann reduziert wird. Das heißt, diese Oxidation- und Reduktionsprozesse laufen automatisch ab. Deshalb werden wir in der Therapie auch bevorzugt das reduzierte Glutathion einsetzen, das im Körper dann ausreichend zur Verfügung steht. Wir können das in der Zwischenzeit auch messen. Wir haben Möglichkeiten, das durchzuführen und können dann den Status überprüfen. Wichtig erscheint mir aber, dass wir im Rahmen der Entgiftung auch an das Glutathion einfach denken und diese Prozesse auch unterstützen. Hier noch einmal gezeigt, wie dann letztlich die Entgiftung durch das Glutathionsystem erfolgt. Wenn wir das jetzt zusammenfassend betrachten, so müssen wir einfach feststellen, die Entgiftung braucht Energie,
Die Entgiftung verbraucht Mikronährstoffe und das ist eine aktive Leistung des Körpers. Das heißt, wir müssen dazu kommen, dass wir ausreichende Mikronährstoffe dem Körper zur Verfügung stellen im Rahmen der Entgiftung. Das ist vor allem bei belasteten und bei kranken Personen nicht immer gegeben. Daher bitte auch die entsprechende Ergänzung im Rahmen der Therapie durchführen. Hier gezeigt noch einmal zusammenfassend am Bild die Leberunterstützung mit dem Glutathion, das Cystein, das Selen. Hier können wir verschiedenste Kombinationen auswählen, sodass wir dann in Summe gesehen eine gute Entgiftungsleistung auch haben. Nicht ganz zu vergessen, für die Leber der Zeolit, er ist ein Ionentauscher, der nicht reserviert wird, vor allem im Magen-Darm-Trakt, dann wirkt, zu einer Bindung von Toxinen führt und im selben Zug Ausgleichsäure-Basenhaushalt macht und eine Bindung von freien Radikalen. Das heißt, Zeolit unterstützt sozusagen die Leberfunktion und kann diese Leberfunktion entsprechend ergänzen. Hier zum Abschluss jetzt noch ein Angebot für alle Zuhörer und Teilnehmer bei diesem Kongress. Ich weiß, dass das sehr viel ist und alles auf einmal. Und wer nachlesen möchte, hier ein paar Hinweise. Sie können über diese Homepage intestinal-health.com die Bücher herunterladen und Sie haben, wenn Sie diesen Gutschein eingeben, HOT-Kongress 2020, die Möglichkeit, 3 Bücher zum Preis von 2 herunterzuladen. Ein Angebot für Sie und auch dieses Praxishandbuch Orthomolekularmedizin zum Nachlesen. Und ein Angebot an den Peter Hansen Volkmann, sofern er irgendwo in der Nähe ist. Du hast mir irgendwo ein Honorar versprochen für diesen Vortrag. Ich würde dich ersuchen, nimm dieses Honorar an. Du hast sicher in der näheren Umgebung eine Familie, die keine gute Versorgung hat, jetzt in Corona-Zeiten. Nimm das Honorar, gib es ihnen Vitamin C, Zink und ein Vitamin D dafür und ich verdopple das Honorar. Und wenn du keine Familie in der näheren Umgebung hast, dann hast du sicher Freunde, die das brauchen können oder eine Flüchtlingsfamilie. Wir haben genügend davon in Österreich. Und ich denke, wir sollten in der Zeit auch an die einmal denken, die nicht die Möglichkeit haben, sich optimal mit HOT oder Orthomolekularmedizin zu versorgen und ein bisschen Verantwortung für die anderen übernehmen. In diesem Sinn danke fürs Zuhören und wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Bin ich jetzt schon auf Sendung? Ja, dann darf ich mich erstmal recht herzlich bedanken, Harald, für deinen exzellenten Vortrag und auch für deinen Hinweis, dass wir jemand anders, der sich das nicht so leisten kann, substituieren sollen. Ich denke da zum Beispiel an deinen nachfolgenden Redner, Professor Bosch, den wir dann gerne substituieren, aber uns wird vielleicht auch noch jemand anders einfallen. Ich soll im Auditorium jetzt noch sagen, wir haben nämlich Fragen bekommen, wie es ist. Normalerweise war das im Rahmen unserer Kongresse so, dass die Teilnehmer zum Teil vorher bestellt oder dann hier auch im Hause Präparate mitnehmen konnten. Und es gibt ja im Rahmen des Kongresses immer einen Rabatt von 10%. Also wer von Ihnen jetzt was bestellen will, der darf sich einloggen in unseren Shop, in den Therapeuten-Shop. Das gilt ja nur für Therapeuten und kann da seine Bestellung aufgeben. Das wird dann in der nächsten Woche beliefert werden. Der nächste Punkt ist noch ganz kurz, wenn wir fertig sind hier mit der Diskussion, wir werden jetzt nur kurz diskutieren, dann wird ein Zeitraffer-Film eingespielt. Der Zeitraffer läuft über 2 Minuten etwa, zeigt Ihnen, wie dieses Gebäude, in dem wir uns heute hier befinden, aufgebaut wurde innerhalb der letzten Jahre. Und jetzt sollte ich eigentlich Fragen bekommen, aber ich habe jetzt keine Fragen vom Chat bekommen. Dann kommt da nichts? Ich sehe keine. Nee, und Donna, bekommen wir keine Fragen jetzt hoch? So, dann machen wir jetzt erstmal, also die Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen bitte ich natürlich zu entschuldigen, dass diese erste Veranstaltung in dieser Form im Corona-Zeitalter vielleicht hier und da mal ein bisschen stolpert. Dann spielen wir jetzt den Zeitraffer-Film ein und wir gehen jetzt kurz in eine Pause und es geht weiter mit dem Vortrag von Professor Bosch um 11.25 Uhr. Herr Jensen, darf ich kurz was sagen?
Ich grüße alle. Ich habe mich eingeloggt und ich wollte nur sagen, bei mir erscheint im Gruppenchat eine Zuschauerfrage. Na gut, dann machen wir das doch. Aber da musst du auf Bild geschaltet werden. Ja. Erstmal herzlich willkommen. Ich sehe dich jetzt nicht. Ich sehe dich nur auf dem kleinen Bild. Ja, genau. Auf dem kleinen Bild. Das ist jetzt Professor Winzen, der sich aus dem Off gemeldet hat. Genau. Soll ich dir vorlesen, die Frage? Ja, lies mal vor, bitte. Gut. Also, Zuschauerfrage. Eignet sich die Einnahme des Basenpulvers auch für Patienten, die neben einer Fibromyalgie nachgewiesen unter einem Magensäuremangel leiden und Betain-HCL einnehmen? Und wenn ja, wann sollte das Basenpulver eingenommen werden? Und wann, jetzt kommt der nächste Teil, und wann sollte während der Fastenkur die letzte basische Mahlzeit am Tage sein? Das ist der erste Teil der Frage. Moment. Also der Referent soll ja zu der Frage Stellung nehmen. Okay. Und wenn ihr jetzt 27 Fragen in einen Satz reinbaut, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn der Referent eine Bauchlandung macht und sagt, ich bin leider überfordert. Ich gebe jetzt mal die Teilfrage schon an Professor Stossier weiter, dass er überhaupt was sagen kann. Dankeschön. Ja, danke. Also die Frage ist interessant. Kurzantwort, ja, auf jeden Fall geben. Aber Basengabe immer zwischen den Mahlzeiten, nie zum Essen. Zum Essen brauche ich Verdauungsleistung, zwischen den Mahlzeiten alkalische Kapazität. Und wenn es so ist, dass bereits ein Säuremangel vorhanden ist, dann sind wir in der Hypochlorhydrie. Das heißt, ich brauche kleine anregende Säure zum Essen und ebenso kleine Mengen von Basen zwischen den Mahlzeiten. Das kann eine Messerspitze sein, das kann ein Viertel Teelöffel sein. Aber auf jeden Fall, ja, bei gerade Fibromyalgie würde ich dann auch eine Baseninfusion machen, dass wir den Magen etwas umgehen und etwas entlasten, sodass wir zu einer Alkalisierung des Gewebes kommen und der Magen dann verbessert wird. Die letzte Mahlzeit beim Fasten hängt davon ab, wie intensiv. Das kann das Frühstück sein bei sehr strenger Therapieführung. Ansonsten so früh wie möglich und so leicht bekömmlich wie möglich. Im Normalfall wird das zwischen, ich sage jetzt einmal 18, spätestens 19 Uhr der Fall sein. Teil der Frage, Olaf. Nächster Teil der Frage lese ich gerade vor. Macht dann eine primäre Rohkosternährung eine Übersäuerung im Körper? Ernähre ich mich vollwertig, vor allem vollwertig und pflanzlich, aber eben auch mit viel Rohkost? Das war der zweite Teil. Also Rohkost à la longue gesehen macht keinen Sinn. Auch für diejenigen, die meinen, dass sie die Paleokost oder zurück zu den Wurzeln machen wollen. Wir haben uns entwickelt im Laufe der Evolution und wir haben sicherlich nicht mehr die Verdauungsorgane wie vor 5.000, 10.000 Jahren. Das heißt, das Kochen macht durchaus Sinn. Ich habe kein Problem mit Rohkost, aber ausschließlich Rohkost überfordert uns und führt letztlich zu Fehlverdauung. Ja,